Stopp. Kurze Zeit später. Die beiden Motorradfahrer, die heute Morgen in der Kontrolle waren, kommen zurück. Ein Kollege von Roman Gold und Jan Zangenfeind hatte einen von ihnen mit 149 Kilometern pro Stunde gemessen. Erlaubt sind hier 80. So, jetzt brauchen wir von dir gerade einen Führerschein und Fahrzeugschein, weil jetzt haben wir nämlich ein kleines Problem. Da ist ein Laser und der hat die Gläser da hinten auf. Nicht mit 80, sondern mit 149. Wo? Wo? Wird es ja weggefahren sein jetzt? Da hinten rauf oder was? Ja, genau. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Wenn man bei der Polizei steht und dann muss man die Karre aufreißen, ja, und dann fährt man mit 149 dann aus. Gut, da kommt jetzt ein Bußgeld auf dich zu, und zwar in Höhe von ca. 1200 Euro. Boah. 2 Monate Fahrverbot. Und dann soll man sich in Zukunft ein bisschen überlegen, wie man sich aufhört auf der Straße. Es ist kein Spielplatz, es ist öffentlicher Verkehrsgrund. Ja. Da steht 80. Und du bist schon bei der Polizei gewesen, dann fahr ich doch nicht, da verstehe ich nicht. Die Intention kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was du da gehabt hast. Nochmal bitte? Deine Intention kann ich mir jetzt da nicht ganz nachvollziehen, was du da gehabt hast. Du, retrospektiv, weißt du selber nicht. Macht wenig Sinn, glaube ich. Und 1200 Euro Cash. Oh, unfassbar, nee, echt. Oh Mann. Gut, einen Fahrzeugschein brauchen wir noch ein bisschen. Der Kollege schreibt sich das jetzt alles auf. Einmal für dich bitte. Der Freund des Rasers war nicht zu schnell. Sein Bike ist weit weniger stark motorisiert. Also, doch über Transalp von die geht gar nicht so schnell. Ja, doch, schon. Mit Anlauf. Mit viel Anlauf vielleicht. Sollen wir eine Runde fahren? Magst du schon mitkommen mit mir? Sind das immer schnell? Ja, ja. Dann fahren wir drauf. Wo finde ich die Trottel immer im Fernsehen? Jetzt warst du es, oder? Ja, klar. Wir sind die Trottel. Das hast du gesagt. Ja, scheiße, daran hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Mhm. Ja, was macht man halt auch nicht, oder? Ja. Ganz ehrlich. Klar. Ich sage, wenn ich da 120 fahre, ist auch schnell, aber nicht 149. Das ist ja, halt so kurz aufdrehen und dann lang schimpfen. Und dann lang schimpfen, ja. Aber eins weiß ich, das macht er nie wieder. Mhm. Seid immer nicht so weh. Okay. 1200 Euro. Tja. Was soll das? Pünktlich zur Bußgelderhöhung. Scheiße. Ja, wenn ich jetzt nicht nochmal hier vorbeigefahren wäre, dann. Wir haben dein Kennzeichen gehabt. Ihr habt dann schon das Kennzeichen gehabt, ja, oder? Dann hätten wir das dir zugeschickt. Alles. Also. Dann wäre der. Das wäre einfach nur der Umweg über die Zulassungsstelle, genau, gegangen, quasi. Genau. Da ist das Laser drin. Ja, jetzt will ich es auch noch mal sehen, wenn ja, ich selber bin. Deine Geschwindigkeit ist jetzt nicht mehr drauf. Hä? Deine Geschwindigkeit ist jetzt nicht mehr drauf. Da gibt es nichts anderes. Hier ist das Gerät, das hast du nicht gesehen, die Fahrt hat gestanden. Und ja, ich stand hier davor, dann hast du natürlich das Gerät nicht gesehen. Obwohl es eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Ja, aber ich stehe davor. Und eigentlich hättest du müssen, warum stehe ich da? Ja, ich und dein gedacht, Kollege ist dann noch auf, und dein Kollege ist dann noch aufgestanden, hat noch gewackelt mit dem Hintern beim Fahren. Ja. Ja, und dann habe ich auch nicht, oder? Doch, das darf auch. Und dann haben wir gedacht, und dann habe ich nach, und dann hast du da unten nach der Kurve dann praktisch die leichte Linkskurve, hast dann richtig schön aufs Gas gedrückt. Ja, da ist natürlich und auch. Dann weiß, wie sie auch vom Ton, ja, das hätte man selber auch merken können eigentlich, dass man dann zu schnell dran ist und dass wir auch noch da stehen. Und es waren dann 149 km/h. Und das war die ganze Chose sozusagen. Aber wie gesagt, das sollte man wissen, wenn dann noch Polizei da ist und man wird davor kontrolliert. Ja. Okay. Also da kommt dann in 2 bis 3 Wochen der Bußgeldbescheid. Da kannst du dich noch mal äußern, gell? Ja, gut. Gut, Dokumente habe ich dir gegeben. Ja, danke schön. Bitte. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall mit das Dümmste, was ich seit langem gemacht habe. Also das ist auf jeden Fall. War mir natürlich schon klar, dass ihr auch sicher halt irgendwo Geschwindigkeit kontrollieren werdet. Aber ich dachte irgendwie eher, wenn dann da vorne. Und hab da nicht mehr dran gedacht einfach.
Jetzt ist die Motorradsaison für Sie vorbei oder wie läuft jetzt weiter? Naja, noch habe ich ja 2-3 Wochen bis dahin. Dann kommt erst mal der Bußgeldbescheid eben. Bis dann der tatsächliche Bescheid kommt. Genau. Kalt. Also schauen wir mal. 4 Monate Zeit dann noch, innerhalb von 4 Monaten dann. Vielleicht lässt sich ja beim Einspruch noch was rausholen. Ohne Kampf gebe ich nicht auf. Und damit fahren wir weiter. Ich habe nur noch 30 Jahre. Alright, dann. Gute Fahrt euch. Fährt euch. Sind wir drauf? Bestimmt. Das Böse lauert immer und überall. 1200 Euro und 2 Monate Fahrverbot. Ein teurer und lehrreicher Ausflug für den Biker. Für Jan Zangenfeind und Roman Golz endet die Kontrolle am Sudelfeld.